Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2020 in unserer Saison zu dritt auf Bahrain. Hey Leute! Moin Moin! Das wird cool. Moin. Das wird richtig cool. Ich habe ein paar Sachen verändert, um das mal anzusprechen. Also unbedingt natürlich bei den anderen vorbeischauen. Rechts oben beim i die jeweils anderen Kanäle verlinkt. Unbedingt da vorbeischauen, dass ihr das Rennen aus jeder Sicht sehen könnt. Ich habe ein paar Sachen verändert, denn letztes Rennen war ich ja sehr, sehr gut. Ich habe zwar euer Feedback noch nicht gelesen, aber ich habe trotzdem die Traktionskontrolle jetzt auf aus. Also ich habe als einzige Fahrerhilfen quasi Boxenstopp-Assistent und die Ideallinie. Sonst habe ich 0,0 Fahrassistenz. Dementsprechend habe ich ein bisschen Angst. Das wird auch ziemlich schief gehen, aber dann sind wir ungefähr auf dem gleichen Level mit den anderen beiden Jungs, ne? So, auf geht's. Ich fahr aus der Box. Ja, ich fahr auch aus der Box. Versuchen wir es natürlich jetzt hier deutlich zu verbessern. Vorderkraft-Bremsverteilung stehe ich immer direkt am Anfang schon ein bisschen höher. Und Bahrain liegt mir sowieso mehr, die Banden sind weiter weg. Also Australien, ich sag mal, Dollar Fehlstart. Das Ganze gibt es natürlich wieder aus allen Perspektiven, schaut in der Infokarte vorbei. Und ja, ich bin einfach gespannt und werde mich jetzt hier auch schon gut in der Einführungsrunde oder Einführungs-Outlap hier einfahren natürlich. Hoffe natürlich, dass ich jetzt auch tatsächlich im Qualifying eine Zeit fahren kann, um dann auch schon das Rennen ohne das riesige Chaos von hinten starten zu können. Das hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass es dann so geendet ist, wie es geendet ist. Ja, ich bin gespannt, wie gedacht. Schauen wir mal. Ja, das wird für mich natürlich jetzt auch interessant, ob ich wieder so gut vorne wegfahren kann oder eben durch die Traktionskontrolle nicht. Und ABS und Traktionskontrolle und alles Mögliche wird schwierig. Ja, wird sehr schwierig. LOL. Das ist so krass, wie das einen wegdreht. Es ist halt wirklich so, habe ich im letzten Rennen schon angesprochen, ich muss jetzt nicht nur auf die Bremse aufpassen, wegen ABS und so, ich muss halt auch aufs Gas aufpassen. Ich darf beides nicht krass berühren. Das heißt, ich fühle mich sehr unsicher auf der Strecke. Schnelle Runde ist gestartet. Jetzt zählt es die erste schnelle Runde. Man kann natürlich nur noch mehrere fahren. Und wir starten jetzt auch auf die schnelle Runde. Oder in die schnelle Runde, nicht auf die schnelle Runde. Auf der Strecke. Bin mal gespannt, ob wir hier einen besseren Platz hinkriegen als in Australien. Da waren wir schon gar nicht so schlecht mit Platz Nummer 6. Aber es ist natürlich sehr kritisch für uns geendet. Und ja, deswegen hoffen wir, dass wir hier mehr rauskriegen. Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das hier noch nicht so sehr. Die ersten zwei Kurven waren nicht gut. Jetzt verbessere ich mich gerade so ein klein bisschen. Oh, da zu früh auf dem Gas. Die Linie auch nicht gut getroffen. Optimal schaut das Ganze in der ersten Runde noch nicht aus, aber wir haben ja zum Glück mehrere Versuche. Die erste Runde muss nicht die perfekte sein. Ja, das muss ich jetzt dieses Mal auch dazu sagen. Wetter habe ich noch nicht nachgeguckt. Schauen wir gleich nochmal. Wetter ist top, habe ich geguckt. Wetter ist top. Wir haben bisher in den ersten zwei Rennen zum Glück keinen Regen. Das wäre auch absolut drip. So, und ich fahre jetzt auch auf meine schnelle Runde. Mal gespannt, ob ich überhaupt eine schnelle fahren kann oder ob ich Probleme bekomme. So, Startziel ist erreicht. DS einmal nochmal reinböllern und ist ja, keine gute Runde, schnellste Runde aber bisher. Keine gute Runde. Vor der KI immerhin. Und wir vor sind ganz, ganz knapp hinter Williams. Jan. Eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde, ja, das ist doch schon mal so wünschenswert. So, jetzt die Reifen erstmal gut in die Box bringen, dann schauen, was sich ergibt. Und ja, ich werde wahrscheinlich mich nochmal verbessern müssen natürlich. Also das ist, so ist noch kein guter natürlich gefahren. Ja, ich drehe mich. Das ist krass.
Es ist so heftig, der Unterschied. Also es ist so schlimm. Es gibt's nicht. Boah. Boah, war das knapp. Ein bisschen vorsichtiger fahren. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Du kannst nicht mal aufs Gas gehen. Du kannst nicht eine Sekunde, das geht 0,0 aufs Gas. Ich probiere es natürlich jetzt weiter aus. Aber ich muss dann gleich. Ich muss ja irgendwie die Audio-Einstellung. Das kann ich jetzt gerade nicht machen, oder? Ja, ich drehe mich wieder weg. Ja, ich bin froh, dass ich den Reifen noch nicht verloren habe. Das war zweimal schon sauknapp. Ich höre den Boxenstopp dübeln ich fast gar nicht, leider. Also Leute, ich habe das mit den anderen jetzt auch mal ausgemacht. Jetzt fahre ich auf jeden Fall mal eine Runde ohne, mit Traktionskontrolle wieder, auf Mittel. Mit ohne. Mit. Weil das einfach sonst gar nichts gibt und dann jetzt hier gar keine Runde zu fahren und auf 20, das macht natürlich auch wenig Sinn. Aber ich will das auf jeden Fall trainieren und üben und ich probiere das demnächst dann auch einzusetzen, Leute, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in meiner 1-2 Runden, die ich jetzt noch fahren kann, da auch aufholen kann. Weil die beiden Jungs haben ja gut vorgelegt. Ihr seid 1-2, oder? Ja. Zur Zeit noch, ja. Ja, da muss ich mich auf jeden Fall anstrengen jetzt. Ich fahre in die Box und ich hoffe, ich kann nochmal rausfahren. Ja, kannst du. Es wird zwar knapp, aber kannst du. Ja, Mike wird sowieso gleich mit 3 Sekunden Vorsprung auf Platz 1. Ja, wobei bei Rhein jetzt nicht so. Das ist, liegt euch vielleicht echt besser. Also man merkt es halt schon deutlich mit der Traktionskontrolle, dass ich viel schneller bin. Aber, naja, bevor ich jetzt gar nichts fahre. Also die theoretische Bestzeit der Session ist gar nicht so weit weg von meiner. Läuft ja. Ich habe aktuell auch noch keine lila Zeit gefahren. Kein Sektor. So, letzter Versuch. Ich fahre nochmal auf die Strecke und dann die Outlap darf auch gar nicht so langsam, glaube ich, sein. Und dann geht's ab. Nochmal ein Versuch. Mike, hast du deine Schnelle? Ja, ne? Ja. Aber ja, jetzt bin ich lila. Bisher war ich noch nicht lila, also du hast auf jeden Fall eine gute Zeit hingeballert. Was muss ich toppen? 1:30,9 glaube ich. Hab ich. Nee, habe ich nicht getoppt. 1:30, Micha auf Platz 1. Oh, jetzt bin ich Platz 3. Ah, Jan hat 1:30,9. Ich habe 1:30,3. Micha auf Platz 1. Leute, was ist hier los? Apropos Traktionskontrolle und so. Ich habe jetzt wieder auf Mittel gestellt. Weil sonst fahre ich einfach gar keine Runde. Das ist ja auch scheiße. Und zack, schiebe ich mich auf Platz 2, aber nicht auf Platz 1. Heftig, also Props an dich, Micha. Dankeschön. So, das wird auf jeden Fall heiß, wenn wir jetzt da vorne weg starten. 1:23. Und ja, dann auch noch das, dass ihr ja irre seid. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe schon echt Angst, dass alles schief geht jetzt da vorne. Also ich freue mich mega natürlich, dass wir jetzt so quasi fast schon einen Fight da vorne haben. Bin natürlich jetzt gespannt, wie das ausgeht. Ich freue mich nicht, ich habe Angst einfach nur. Ja, ich auch. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es ausgeht. Ein falscher Knopf und wir sind alle raus. Aber ich lasse jetzt mal Traktionskontrolle auf Mittel. Sonst habe ich keine Chance. Ja, dann viel Glück euch. Oh, wir sind nicht in einem Team, bedenkt das, ja. Ich fahre nicht für euch. Ich fahre gegen euch. Ja, hoffentlich nicht. Ja, dass du gegen mein Auto fährst, das habe ich schon mitbekommen. Jetzt. Hoffentlich nicht so gegen das Auto, sondern. Ich achte auf die Startampel. Boah, ich bin so aufgeregt, ich schwitze! Ich auch. Oh Mann. Vor allem, mein weil ich nicht starten Pumperl kann. Geht.
Ich kann nicht mal starten, das ist das Problem. Ja, also bitte lass das Auto nicht stehen, also vor allen Dingen Micha. Ja, ich kann nicht starten. Oh! Warum? Was ist da los? Ich verstehe das nicht. Wie es immer dieses Scheißproblem ist. Jetzt bin ich schon aus dem Fight raus, lol. Oh nein, aufgepasst. Oh, Glück gehabt. Digga, die lassen mich nicht rein hier. Was ist denn mit dir? Ich werd gedreht! Hallo! Wir haben einen guten Start hingelegt. Was für Hurensöhne! Ich wurde so gefickt. Auf das Pech von Mike, der hat natürlich die anderen auch aufgehalten. Ich wurde ganz so gefickt. Dass kein Safety Car rausgekommen ist, obwohl du nicht gestartet bist. Naja, es ging ja dann. Muss voll der Unfall passiert sein. Nee, ich bin dann doch relativ schnell, aber es hat halt gedauert, du warst schon komplett an mir vorbei. Ja, das habe ich ja gesehen. Aber es war nicht viel mehr, also du warst eigentlich der Einzige, der so wirklich an mir vorbei war. Also bis ich dann gestartet bin, kamen natürlich noch 100 andere, die vorbeifahren sind, aber während dem Start nicht. Ja, das ist halt scheiße, was willst du dazu sagen? Also ich merke, meine Reifentemperatur ist irgendwie noch nicht da, wo sie sein sollte. Fehler von mir. Aufgepasst. Wir fahren zwar gegen Jan, aber wir müssen ja deswegen nicht von der Straße ran. Nee, alles fair. Das ist sehr nett, aber ich habe auch ein bisschen erstmal Sicherheitsabstand hier auch gelassen. Weil ich auch selber mein Auto schützen wollte. Also wenn ihr euch jetzt nicht kaputt fahrt, könnte es aber ein spannendes Rennen werden, ne? Also, ist sau stark eigentlich. Oh, mein Teamkollege ist in der Box, der war wahrscheinlich hinter mir. Kann sein, dass er mir doch reingefahren ist. Mike ist genau vor mir jetzt. Echt? Ja. Woll. Achtung, Micha. Das ist kein Spaß gerade. Also der Giovinazzi hat mir genau an der Kurve letzte Runde meinen Frontflügel kaputt gemacht. Das kann ich natürlich auch sagen. Da hatte ich ihn genauso überholt. Für Jan. Mike ist 14. Arschloch. Ich weiß gar nicht, wie gut da ich bin. Ich kann's. War Mike, warst du schon in der Box? Ja. Ja. Glaube ich ihm nicht. Nee, oder? Micha, siehst du, auf welchen Reifen Mike unterwegs ist? Ey, ohne Spaß, ihr seid solche Hurensöhne. Ich glaube, weiß. Ich sehe es nicht ganz genau. Ich muss weg hier. Ich habe gerade Abstand. Ich muss noch mehr Abstand aufbauen. Nee, es sind gelb. Gelb. Am Arsch und an der Box dann. Ja, bei weiß doch auch, oder nicht? Ja, bei weiß auch, aber wenn es rot wäre, dann wäre es unwahrscheinlich gewesen. Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Soll da schon wieder ein Racing Point raus? Hallo? Gelbe Flagge. Lässt du das? Ja, ich muss dich doch abdenken, ich kann dich doch nicht überholen lassen. Ist dein Ernst? Also echt häufig gelbe Flaggen, aber okay, Safety Car kommt irgendwie nicht mehr. Also in den normalen Rennen, aber kommt es voll häufig. Aber oh Scheiße, Alter. Das war so knapp. Ich hätte den Micha fast ins Nevada geschoben. Ich komme an Magnussen nicht vorbei. Ja, hier kann man auch schlecht überholen. Das ist die Gerade anpeilen. Ah, shit. Gerade DRS musste anpeilen. Ich glaube, ich werde gleich erstmal überholt. Micha fährt einfach die ganze Zeit zickzack. Ich auch. Boah, was macht ihr denn? Das ist Giovinazzi. Digga, ich baue hier fast Unfall wegen euch. Alter, er dreht sich! Du hast ihn berührt. Lol, er hat sich gerade weggedreht. Wer ist gerade vor euch? Also, wer ist gerade vorne und wer ist hinten? Michael ist vorne. Genau. Ja, das war ein Zweikampf zwischen mir und Giovinazzi. Der zieht dann, während ich überhole, einfach komplett rüber. Und dann haben wir uns irgendwie ineinander verhakt und. Michael ist weitergefahren und Giovinazzi wäre fast in mich reingeknallt. Michael ist halt auf den roten Reifen, deswegen ist er ein bisschen schneller gerade. Michael ist auf roten Reifen? Ja.
Warst du schon in der Box, Micha? Ja. Und du bist auf Rot? Rot, ja. Rot-Gelb, Pferde. Safe. Bin die KI-Stärke so gerade voll krass. Ich meine, ich bin auf Platz 7. Das ist eigentlich voll realistisch. Aber Ricardo ist voll bei mir. Muss gegen Alter, du schneidest. Bei mir fliegen Teile. Wir sehen geringfügige Schäden am Fahrzeug. Deine Teile, oder? Ja. Nicht, dass es sich verschlimmert. Ja, Scheiße! Was machst du? Ich hab mir meinen Frontflügel an die abgefahren. Warum? Ich war einfach gerade gefahren. Ich weiß, ich war schneller als ich dachte. Kommt der richtig dicht? Ich dachte, dass ich nicht so schnell bin. Ricardo. Ich dachte nicht, dass ich so schnell bin. Mike und Micha. Mike fährt sich selber kaputt. Wobei, Micha geht ja gleich an die Box, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch. Echt, ich Albon hat auch rote Reifen, deswegen. Ich wollte auf der Geraden überholen und dann wollte ich halt natürlich Windschatten und bin saunah an ihn rangefahren, aber ich war so schnell. Ich fahr auch meinen Frontflügel kaputt an dir. Nice. Also alle kaputten Frontflügel, das ist doch schon mal schön. Boah, shit, Alter. Oh, Mike, oh! Er schiebt mich immer die Strecke! Ey, hör doch auf! Du machst aber weiter! Was soll ich machen? Er schiebt mich einfach weiter! Du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns ist der Typ irre! Ja, ich bin letzter Platz jetzt gleich. Ja, ich auch. Ich habe ja keinen Frontflügel mehr. Oh, Albon hat mich gerammt. Ja, aber nicht so wie Micha mich. Alter, wenn du das gesehen hättest. Jetzt habe ich einen orangenen Frontflügel auf der rechten Seite. Es tut mir ja auch leid, aber dein erster Verbremser. Die Strecke. Der hat mir meinen ganzen Flügel weggehauen, danach konnte ich nicht mehr. Ja, musst du aufpassen. Wenn du dich verbremst. Ja. Mein ist das Reich. Scheiße, ist das irre. Ich kann meine Chancen gerade null einschätzen. Ich bin natürlich sauweit hinten jetzt. Micha immer noch gefährlich bei mir. Ihr fahrt. Ja, ich hab schon wieder einen Front. Weil dieser. Oh, das ist eine Kurve und kein Stehparadies. Weiß Rochon. Die fahren jetzt schon an die Box, die meisten. Weil ihr fahrt beide an die Box. Scheiße. Wow! Das virtuelle Safety Car ist raus. Warum virtuell? Alter, ich hab mich so erschrocken, ohne Spaß, das hättest du sehen müssen. Da Micha raus ist, wurde auf Startziel gespawnt. Halt unsichtbar, aber er wurde da gespawnt. Scheiße. Und ich wollte dem ausweichen, Alter, ich war so hektisch. Nein, mein Auto ist kaputt. Mike, das gibt's nicht. Was ist bei Jan? Scheiße, das sind Teile. Wir uns dem Feld näher. Ich hab so Angst gehabt, dass ich da drüber fahre. Ich bin, wollte Ricardo überholen und der ist. Es gibt ein Safety Car? Ich bin in meine Bahn gefahren. Ist es ein echtes Safety Car? Ich kann es nicht sehen. Gelbe Flagge ist ein Safety Car, steht da. Mega nice, warum stehen die auf der Strecke? Ich muss einen guten Start halt einfach erwischen und absolut Glück haben. Weil es ist jetzt noch alles möglich. Naja gut, Platz 1 ist nicht möglich. Ein Treppchen ist eigentlich gar nicht mehr möglich, aber... Plus 3. Ich bin ein bisschen langsam dadurch jetzt halt. Aber... RS habe ich auch. Strecke ist frei, grüne Flagge. Gleich so Autoschaden. Ja, ich riskiere es. Gegen Ricardo an der Stelle. Ich muss es riskieren. Wieso hat er bei dir den Reifen nicht abgefahren? Aber bei mir schon. Das ist halt so lustig. Ich habe jetzt das ERS zwischendrin auch ausgeschaltet, nur beim Überholen quasi angehabt. Und ich habe jetzt nur noch 65. Es ist so krass. Es bringt ja, zwar sau viel, das aber bringt mega viel, aber es zieht auch richtig krass. Es zieht so schnell runter und du kannst dich auch nicht mehr hocharbeiten, habe ich das Gefühl. Sehr schwer. Sau dumm, dass es jetzt kein DRS gibt, das nervt mich ein bisschen. Boah, das läuft ja ganz gut. Was macht Sainz? Er fährt dann immer weiter rechts rüber. Also die KI ist echt manchmal ein bisschen heavy. Ja, die, wie gesagt, echt krass.
Rochow will die auch so 2 Meter vor der Boxeneinfahrt ein. Oh, ich könnte ja doch vielleicht nochmal rüberziehen. So, mit dem Platz wäre ich eigentlich schon nicht schlecht bedient. Das tat aber meine Reifen saugut, die sind nämlich schon auf 35%, das ist jetzt echt die Karte. So, endlich DRS auch noch. So, hab ich jetzt mit diesem scheiß Safety Card hier was Gutes getan, ey. Da rast dich schon wieder aus. Okay, danke. Finde ich natürlich jetzt Struggle einerseits mit DRS. Andererseits auch nicht schlecht. Wer ist denn auf Platz 1? Der zieht schon wieder weg, ne? Leclerc. Ja. Der hat schon wieder 5 Sekunden auf Kimi Räikkönen gleich. Ja, 4. 4,5. Zieht der natürlich innen rein, dieser Spaß. Das ist deine Lieblingsstelle zum Überholen. Ja, kann man gut machen, weil ich in dem Sektor nah an die rankomme und dann mit ERS kann ich da gut vorbeiziehen. Du hast dich auf P4 vorgekämpft. Ja, du bist jetzt 13. dran. Ja, aber noch nicht diese Runde. Ja, wobei doch, ich zieh schon wieder ordentlich ran. Logisch. Lol. Nicht diese Runde. Naja, wir sind ja gleich auf Startziel. Boah, eieiei, war das knapp. Das war nicht nur knapp, das war auch eine Berührung. Was? Ich habe nichts gemerkt. So Leute, letzte Runde, hat bis jetzt alles gut funktioniert. Platz 2 noch. Wenn wir das so halten, wäre es natürlich top. Platz 1 brauche ich hier auf jeden Fall nicht. Bin ja auch von 2 gestartet. War ein sehr schweres Rennen. Sehr viel passiert. Auch mit Micha und so ein bisschen Action gehabt. Was mir einiges an Zeit auch gekostet hat. Und Strategieveränderungen, was weiß ich. Aber das soll ja so sein, es soll ja spannend sein. Traktionskontrolle hat mir auch ein bisschen das Qualifying gekillt. War ein bisschen Action hier mit drin. Wenn ich es jetzt dann doch auf Platz 2 schaffen sollte, wäre das schon ziemlich, ziemlich nice. Gleich platzt mir ein Reifen oder so. 55% habe ich. Schon nicht so wenig. Ah, der DRS, geht der Flügel auf? Nee. Geht nicht. Er ist 1,5 Sekunden hinter dir. Das sieht doch gut aus. Aber Charles Leclerc, nochmal eine Sekunde fast rausgeholt. Ja. Der ist echt krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Glückwunsch an Leclerc. Und wir haben es geschafft. Uiuiui. Mike kommt ins Ziel, obwohl man das zwischenzeitlich nicht gedacht hätte. Platz 2. Bei Mike haben wir schon gedacht. Nee, wie ich in Mike reingebösselt bin, das war schon. Er hat mich über die halbe Strecke geschoben. Oh, Ricardo-Fahrer des Tages auch noch. Dafür, dass er dich weggerammt hat. Danke sehr dafür auf jeden Fall. Ja, wir stehen wieder auf dem Treppchen und das freut mich natürlich besonders, also das ist ja ganz, ganz klar. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann geht's weiter mit den nächsten Strecken. Ich bin mal gespannt, Traktionskontrolle hin oder her, müssen wir mal gucken, was da so läuft. War auf jeden Fall ein spannendes Rennen, fand ich, deutlich spannender als vorher und die anderen haben auch gut mitgehalten. Schaut auf jeden Fall bei denen vorbei und dann würde ich sagen, bedanke ich mich natürlich auch für dieses Rennen, für euer Zuschauen. Macht's gut, ciao. Ciao. Ciao.